Also am Morgen waren wir recht geredet. Wir haben zeigens nie geschlafen. Uns ist der ganze Tag von gestern immer wieder aufgekommen. Guten Morgen, liebe Teams. Wie steht es um einen Muskelkater? Er ist da. Heute heisst es noch mal durchbeissen, weil in knapp 12 Stunden muss uns das nächste Team bereits wieder verlassen. Wir fangen aber heute ganz ruhig an. Die Agnes ist eine Appenzellerin und wird euch anschliessend 12 Begriffe im Innerrödel-Dialekt vortragen. Die Begriffe stehen auf diesen Flaschen. Diese Flaschen tünd ihr im jeweiligen Gegenstand zuordnen. Aufgepasst! Wenn ihr alle zugeordnet, dann haut ihr den Passer. Wenn es falsch zuordnet, jede Flasche, die im falschen Begriff steht, kommt in einen Harass. Die müsst ihr mittragen bis zum ersten Etappenziel. Also Vorsicht, bevor sie den Passer hauen, drei himmelkreuzleidige Satan. Agnes, ich weiss nicht, ob du mich verstanden hast, aber du kannst arbeiten. Nicht alles. Ja. Die 12 Begriffe wären Deckhüffli, Lendaueli, Bläs, Bülle, Backnasli, Eimenhung, Zockerballen, Pumeranzen, Nischel, Flickflauden, Ebensen und Fazenitli. Liebe Teams, die dürfen jetzt anfangen. Als Zürcher sind die Akzente und Dialekte schon ein bisschen schwierig. Flickflaudern, den Schmetterling kenne ich, den Böllen und den Bläs. Das sind ja scheiß giftige Hunde. Was ist das da? Komm immer. Der Küffeli. Da ist es noch dran. Ja. Wir tun einfach zuordnen und so schnell wie möglich wegsäcken, egal wie viel Haarlassen wir tragen, weil wir haben gedacht, es kann nicht so weit sein zu dem Tragen. Wie sind das echt da, Küffeli? Das ist auch nicht gut. Das ist auch nicht gut. Aber das sieht ganz gut aus. Das ist auch gar nicht gut. Das ist auch nicht gut. Gut, das ist übrigens Kuvert. Und wir gehen gerade. Wer ist die zweite Gruppe? Das ist nicht richtig. Und wir waren wirklich in der Schweiz und die Wörter sind mir selbst von Spanisch vorgekommen. Bläs, das weiß man vielleicht noch, dass es ein Hund ist, also ein Hund ist, oder? Aber nachher, das ist unglaublich, wie man hier auf falsch liegt. Die kommen zu Gouverneur rüber. Gebt den Harass beim Besucherzentrum der nächstgelegenen Brauerei zurück und findet den nächsten Hinner auf dem Parkplatz. Brauerei. Frau Ginschneider. Wo ist die nächste Brauerei? Hier, ich. Was? Kommst du da durch? Ja. Was wirklich? Das ist ja schön. Gut. Ui. Es tut uns leid. Nein, ja, ist gut. Also, ich weiss es. Autoschlüssel. Dann nimmst du den Haar. Es geht. Ja, ist gut. Komm, da hinten. Ein Lendaule ist ein Pfeife, ein Abesen, ein Ameisen, ein Deckhäufchen, Hagebutten, Bumerenzen, Orangen, Näschel, Schuhbändel, Zockenbollen, Zeltli, Immerhung, Honig, Backnasli, ein Fünfleiber und das Fazenettli, ein Nastuch. Was ist mit Rucksäcken? Nein, gib mir. Wir waren die Letzten, haben den Haras genommen und sind alle wieder davon gesäckelt. Wir haben das Glück gehabt, dass wir gerne Lebensmittel haben und halt unter anderem gewusst haben, wo die Lochenbrauerei ist. Hey, schau mal, hey, ja. Nein, ist die Flasche. Nein. Ja. Schau, ist das St. Gallen? Stift, ja, ist ja. St. Gallen. Okay. Yes! Du bist ganz sicher, gell? Das ist ein Stift, ja. Okay, die schwarze. Nein, die schwarze Madonna. Wo war die? Einsiedeln, oder? Ah, oh, das sind Ski, dann ist es Einsiedeln. Okay. Einsiedeln? Einsiedeln, ja. Die schwarze Madonna ist Einsiedeln. Hey, wir haben schon wieder die grüne Welle.
Mit dem Auto müssen die drei Teams jetzt Einsiedeln finden. Der bedeutendste Wallfahrtsort der Schweiz. Dort in der Gnadenkapelle des Klosters steht die Schwarze Madonna. Sie hat natürlich keine Ski in der Hand, wie auf unserem Hinweis. Die gehört dem ehemaligen Klosterschüler und vierfachen Olympiasieger Simon Amann. Ihm ist das Einsiedeln eine von diesen vier Sprungschanzen gewidmet. Im Sommer trainiert er zusammen mit seinen Kollegen vom Skisprungkader regelmässig auf dieser Anlage. Kennen Sie zufällig das Bild? Wie? Kennen Sie zufällig das Bild? Was gefällt mir? Ob Sie das kennen? Ja, das ist die Schwarze Madonna. Wo ist die? Vielleicht in Einsiedeln, aber die vielleicht nicht. Okay. Das stimmt, das könnte noch sein. Danke vielmals. Hey, Einsiedeln. Einsiedeln? Das könnte schon noch sein im Kloster. Grüß dich miteinander. Wir müssen hierher. Ist das richtig? Das ist jetzt gerade. Madonna hat keine Ski in der Hand. Ja, eben. Aber wo müssen wir her? Das ist gerade da wieder lang. Da hinten? Das ist gerade da. Aber es könnte auch die Skischanze sein. He? Nein, hey, aber wir müssen zur Madonna. Ja, aber sie hat Ski da. Ja, ich weiss schon. Hey, das könnte eben Hinweis sein. Ja. Ein Sädel Skischanze. Ja. Und Eingang kann man nicht vorstellen. Die schwarze Madonna da hinten. Da steht jemand. Wo? Muss ich Ding sagen? Ja, sag's stark! Komm! Yeah! Hey. Du bist bei der Skisprungschanze, hey, und du siehst drei riesige Dinger. Und ich war nur schon, ja, super, wir sind die Ersten, aber es kommt irgendein Spiel und es hat drei Chancen. Ich will eigentlich gar nicht. Ihr müsst ein achtzeiliges Gedicht auswendig lernen und gemeinsam aussagen. Wenn ihr das Gedicht Johnny korrekt vorgetragen habt, kriegt ihr das Kuvert mit dem nächsten Hinweis. Ausgewählt haben wir traditionelle Urschweizer Hochkultur. Und zwar ein Ausschnitt von Polo Hofer, seinem Teddybär. Blöd ist nur, die zwei Teammitglieder, die sehen nur ihre vier Ziele. Die vom anderen sehen es nicht. Wenn es ihre vier könnt, dann säckelt es dazu auf. Und tragen das Gedicht im Herr Lehrer Fischer vor. Wenn es richtig ist, kommen sie den nächsten Hinweis über. Wenn sie einen Fehler machen, müssen sie noch mal runterkehren. Juhu! Geil ist es! Geil ist es! Ja, also. Ich verstehe es nicht! Jede Zeile habe ich versucht, eine Handbewegung zu machen. Du hast gesagt, sie ist glatt. Und dann kommst du zu mir und das Federbett. Genau, es watch links oder rechts? Mitte, links. Gut. Mitte. Komm. Gut gemacht. Ich habe die Schanze gesehen. Und die Firma gesehen, die dort so Events macht. Dann ist mir gerade der Laden runter. Weil ich habe ihm gesagt habe, ich habe am meisten Angst bei diesem Spiel, dass etwas kommt mit Geschwindigkeit. Und dann bin ich. Ist bei mir fertig. Luca. Ja, ist gut. Ja. Dafür hast du mir den Helm. Ja, nimm den Rucksack lieber da. Ja. Wo ist Fram? Info Point. Wo ist Fram? Da. Mir rauf. Scheiße. Wir haben im Kopf gehabt, wir gehen jetzt in ein Museum. Ja.
Die nächste Challenge ist ein Museum. So ein Panorama gibt es noch. Hör zu. Ich hätte jetzt irgendetwas mit der Skischanze zu tun. Ski, keine Ahnung, weißt du, irgend so ein Doppelding, das wir uns müssen. Sollen wir einfach mal zu der Skischanze fahren? Ja, aber das ist irgendetwas mit der Schanze zu tun. Dann schon der mit dem Bild selber, wo. Ja, komm, ja. Also, willst du jetzt auch Risk genommen? No Risk genommen. Oder eben kein Ski. Bianca, ich könnte euch so viel Zeit nehmen, wie ihr wollt. Und wenn ihr bereit seid, könnt ihr anfangen. Und ab dann zählt es. Okay, ich glaube, ich bin gut. Du hast gesagt, ich sehe im Glatten. Falsch. Falsch? Das ist ein Fehler. Ihr müsst noch mal runter fahren. Es ist einfach der blanke Horror. Du bist all die Stege rauf und hast noch irgendein komisches Gedicht im Kopf. Es war der Horror. Ich war wirklich, ich habe es nicht gesagt, aber mir steht kurz der Laden ab. Ich habe gedacht, hey, ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Boah. Jetzt wieder konzentrieren. Okay? Du hast gesagt, ihr seid die Platte. Du hast so gute Platte. Du hast gesagt, Scheiße. Auswendig lernen ist eigentlich nicht so eine Sache. Aber wenn du so kaputt bist und leer im Kopf, oben, wenn du einfach müde bist, dann kommt nicht mehr. Du kannst nicht mehr etwas behalten. Wir sind nicht einmal zu Stegen gekommen, einfach gemerkt. Es bringt gar nichts, wir wissen schon nicht mehr. Die Enttäuschung war nicht rum, weil wir wussten, das Spiel können wir aufholen. Und wir wussten, das Spiel wird geil. Ich bin ready. Hast du gesagt, ich sehe eine Glatte? Du hast so gute Platte. Ich soll zu dir kommen. Haben gesagt, wir wollen nicht lernen. Mach. Wollt ihr gescheiden chli feiern? Wir haben mehr davon. Und später auf dem Vaterbett hast du mir die. Der ist falsch. Es gibt eine Änderung. Ja. Ihr seid schon zweimal da. Ja. Wenn ihr jetzt runterkommt, ist das Ganze aufgedeckt. Ja. Und es spielt keine Rolle, wer was okay. sagt. Hast du mir deine Liebe gegeben? Komm, Reste gehen wir lieber noch mal zurück. Wir sind aufgelaufen und dann haben wir es austauscht. Und ich habe immer wieder versagt. Ich habe es immer wieder vergessen. Sie hat es können und wir so abbrechen, weil wir nicht auflaufen und nachher wissen wir es oben nicht. Mhm. Dann sind wir raufgelaufen und dann sind wir wieder zurück und lernen. Und dann haben wir gesagt, wir dürfen nicht mehr schwätzen auf dem Weg. Super, Luca! So, jetzt noch mal einen Geraden, hä? Luca, warte doch! Willst du gescheit ein bisschen feiern? Ich soll zu dir kommen. Hast du gesagt, wir wollen nicht lernen?
Also, komm. Du hast gesagt, ich sei glatt. Du hast so gute Platten. Ich soll zu dir kommen. Hast du gesagt, wir wollen nicht lernen? Ich will gescheit ein bisschen feiern. Wir haben mehr davon. Und später auf deinem Vaterbett hast du mir deine Liebe gegeben. Und weil mir das so aufgestellt hat, musst du mich noch manchmal nehmen. Das ist perfekt. Herzliche Gratulation. Ihr könnt noch mal die Abfahrt geniessen. Beim Auto liegt der nächste Hinweis. Ihr dürft auch runterlaufen. Ich weiss nicht, wenn ich... Jetzt runter. Ich hatte zwei mega gute. Ich weiss nicht, ob ich es noch toppen. Du kannst auf dem Fusi runterrutschen. Also ich gehe auch noch mal, wenn du gehst. Zum Auto. Was ist das? Ist das? Komm. Hast du gesagt, ich sei glatt? Du hast so gute Platten. Ich soll zu dir kommen. Hast du gesagt, wir wollen nicht lernen? Wir wollen gescheiter etwas feiern. Wir haben mehr davon. Und später, auf deinem Federbett, hast du mir deine Liebe gegeben. Und weil mich das so aufgestellt hat, musst du mich noch manchmal nehmen. Das ist richtig. Oh. Ihr habt es geschafft. Danke. Autoschlüssel? Ja, ist klar. Rein. Gut. Wir haben den Umschlag aufgemacht. Ich habe gesehen, hey, das ist das Teildenkmal in Altdorf. Ja, das war gerade klar. Das ist ganz klar Altdorf. Ja. Das Teildenkmal. Ich schaue noch mal ganz in Ruhe das Bild an. Ja, der Wilhelm Tell und sein Sohn und die Armbrust. Das ist schön. Kandidatinnen und Kandidaten müssen jetzt auf Altdorf, Hauptort des Kantons Uri. Dort steht das Telldenkmal. Nach einem Brand im Jahr 1799 hat man das Dorfzentrum wieder aufgebaut und dem Wilhelm Tell die Statue gewidmet. Weil schliesslich soll unser Nationalheld mit einer Armbrust einen Äpfel vom Kopf von seinem Sohn Walter geschossen haben. Bravo! Komm rein. Wilhelm Tell. Wie ist Tell? Der Tell oder Walti? Aber wo ist... Jetzt weiss ich wieder nicht, wie vorne stehen. Wo ist die Statue? Oder ist das Zeig mal. Bin. Oh, das ist beim Gotthard. Dort bei der Platte? Tells Platte? Ja. Ich weiss es nicht genau. Du hast gesagt, ich sei glatte. Du hast gesagt, ich habe so gute Platten. Der ist falsch. Für uns war klar, wir sind am Schluss. Ja. Das ist okay. Mhm. Weil wir haben es einfach nicht selber. Selber fertig gebracht, dass wir das auf die Reihe gebracht haben, das Wesen auswendig. Und einfach im Prinzip dann, ja, ist halt das so, oder? Wir sind noch im Rennen, man weiss nicht, was der Tag noch bringt. Ihr könnt jetzt runterfahren, beim Auto ist der nächste Hinweis. Sollen wir es probieren? Ja, mach! Einen kann ich dort oben denken, das geht nie, wenn ich dort runter schaue. Und hast du immer gesagt, lass es hier hinter dir, wenn es nicht geht, geht es nicht. Du hast genügend Druck, dann habe ich gedacht, gut, ich probiere. Ja, dann wirklich müssen sagen, ich hätte das nie gedacht und ich musste sagen, hey, ich habe schon gewonnen. Für mich ist das ein persönlicher, wirklich eine Riesenüberwindung. Also für mich war es ein riesen Schritt heute, den ich gemacht habe. Super! Gut! Ah, das Highlight, dass ich das geschafft habe. Also weg kannst du jetzt. Merci. Super.
Hat es da irgendwo? Da hat es einen. Super. Schön. Schön. Wir sind wieder als Erste angekommen. Dann haben wir wieder gewusst, okay, das war gestern schon wieder. Das war schon und Ball wir haben die erste Hälfte. Ja, wir sind in der zweiten Zwischenetappe. Es kommen noch Spiele, es kommt noch eine Schlussetappe. Okay, durchschnaufen. Für Mädchen ist nicht. Du bist ja am Bahnhof. Ja, ich möchte sicher auch ein Jocke ins Park anholen. Ich frage, was es vielleicht auch schon. Excuse, darf ich euch etwas fragen? Wisst ihr, wo die Statue ist von Wilhelm Tell? Das Altdorf. Das Altdorf? Altdorf. Altdorf, okay. Eure Aufgabe ist es, den Apfel auf Walterlis Kopf mit einer Armbrust zu treffen. Und zwar so. Eine Person aus dem Team steht da vorne rein. Die andere sitzt mit verbundenen Augen im Pneulader und steuert. Die Armbrust ist fix montiert. Das heisst, die Person da vorne muss der, der steuert, ganz genaue Anweisungen geben. Woher muss sie fahren und wie muss sie den Korb positionieren? Noch ein bisschen hoch. Wenn es tüpfelt, kommen sie den nächsten Hinweis über. Luca, hörst du mich? Langsam geradeaus fahren. Uiuiui. Noch ein bisschen? Kannst du ein bisschen läuten? Kannst du geradeaus, ja. Geh weg. Einfach geradeaus fahren. Langsam, 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 langsam. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Super, super. Ja, mega. Du hast mich blind vertraut. Ich habe dir blind, ja. Blind das vertraut? Ist noch, in diesem Spiel geht es ums Blindvertrauen. Oh mein Gott, okay. Ist das ein Schweizer da? Kannst du noch fragen? Excuse. Wo ist das Wilhelm Tell Denkmal? Das Altdorf. Altdorf. Altdorf, 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 Brunnen. Altgolda, ne? Altdorf. Altdorf. Da vorne. Sehst du? Ja, ja, geradeaus. Schön, sieht sie aber aus. Okay, den Korb nach links drehen. Noch mal ein bisschen. Stopp, stopp. Den Korb ein bisschen nach rechts drehen. Stopp. Den Korb ganz ein bisschen rauf. Stopp. Ah. Ah, gut. Super. Ja, Megafon ist, kenne ich schon lange. Meine Kinder haben schon zum zweiten Geburtstag ein Megafon bekommen. Das ist so. Noch ein bisschen hoch. Und jetzt musst du ganz, ganz bisschen links. Also, ich gebe mal einen Schuss ab. Go, Daisy. Beim Anvisieren hatte ich eigentlich den Äpfel schön im Ziel, bevor ich das erste Mal abgeschossen habe. Abgeschossen und das oben. Lass mal gut zu. Es minim nach rechts, aber es ist so Millimeter. Nur den Korb nach rechts drehen. Nein, warte, stopp, stopp, stopp. Nach links, sorry. Ich glaube, wir haben dann die Challenge wieder gewonnen und gewusst, okay, wir sind jetzt Erste. Wir sind zwar auf Position 1, aber es kann alles sich ändern. Gut, gut, gut. Ich höre dich nicht. Ist gut so eingeschlagen, Fingi. Einfach ganz langsam. Sehr gut. Ich höre dich nicht. Ist sehr gut. Also. Mehr links. Nein, es ist rechts. Mehr links, ja. Geradeaus, geradeaus, geradeaus. Geradeaus, 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 jetzt ganz langsam. Ich höre dich nicht! Geradeaus, 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 jetzt ein bisschen gegen rechts, 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 stopp!
Was meinst du, was es ist? Das ist der Stein, den der Teufel abgeschossen hat. Ich weiss die Ortschaft nicht. Wo werden die Teufel abgeschossen? Von der Teufelsbrücke den Stein abgeschossen, weil er hässig war. Okay, das heisst richtig Gotthard. Sind wir uns einig? Ja, genau. Aber kannst du die Ortschaft raus, ja, raussuchen? Also, warte schon. Niemand links. Super. Oh, jetzt haben wir noch Stau. Teams müssen jetzt weiter zum Teufelsstein, beim Eingang der Schöllener Schlucht zu Göschenen. Laut einer Sage hat der Teufel den 2000 Tonnen schweren Mocken höchstpersönlich in seiner verrückten Idee angerührt. Nochmal ein bisschen rauf. Geh noch ein bisschen links. Ganz wenig. Da. Wir sind gut. Wissen Sie, wo der Stein ist? Das ist der Teufelstein. Ist es der Teufelstein? Sind Sie ganz sicher? Göschenen fahren wir jetzt wo am besten durch? Hier durch. Göschenen Airolo ist eigentlich Gotthard. Also Gotthard. Fahren der Gotthard, ja. Auf den Gotthard rauf. Gotthardpass. Aber ich meine, Göschenen, ich meine, über Kantonstrasse fahren. Okay. Kantonstrasse, richtig Gotthard. Also ja. Super. Merci vielmals. Gut. Wir haben vielleicht am Anfang ein bisschen lang mit Sustieren und ja, Schauen und Machen. Ja, bis wir am richtigen Ort waren. Aber dann, aber Achtung Schuss, und der ist los. Das ist der Teufelstein. Und wo ist der? Göschenen. Göschenen fahren. Göschenen. 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 Merci. Göschenen. Also. Super. Merci. Tschüss. So, jetzt davon. Können Sie die Hause schon lange nicht mehr ruhig sitzen, weil Sie am liebsten selber quer durch die Schweiz rennen würden? Dann melden Sie sich doch an für die nächste Folge auf srf.ch/Game of Switzerland. San Gotardo, Göschen ein andermal. Das ist jetzt sicher mal richtig. Das ist unser Stein, okay? Ja. Jetzt gehen wir hier rechts. Du bist einverstanden? Ja, das ist der Stein. Ich fahre mal hier im Kreisel, vielleicht können wir hier oben fahren. Ja, da kannst du runterfahren. Gut. Das ist der Stein, gell? Oh ja, ich sehe drei Kuvert. Super. Gut. Mega. Bringt den Geist die Geist mit dem Tandem. Und übergeht sie schon in die Teufelsbrücke? Nein, sorry. Du kommst am Stein irgendwo, mitten in der Schweiz, an, wo der Teufel von der Teufelsbrücke runtergerührt hat. Der Teufel. Weißt du, der Teufel, oder? Und dann steht ein Tandem dort. Das ist ein Witz? Nein, Witz machen wir in dieser Sendung nicht. Teams müssen mit dem Tandem und einem Geissenbahnhänger die Schöllener Schlucht rauf bis zur Teufelsbrücke. Die Sage sagt, der Teufel hat die gebaut. Dafür hat er die erste Seelwelle, die über die Brücke geht. Die schlauen Urner haben wegen dem als erstes einen Geissbock darüber gejagt. Das hat der Teufel so hässig gemacht, dass er die Brücke mit diesem Stein wollte zerstören. Er hat aber nicht getroffen und darum steht die Teufelsbrücke bis heute. Du, wer hätte die Idee? Wer hätte die Idee gehabt? Bitte? Es ist mir egal, was Styling sagt, es sieht einfach doof aus. Das wird. Ich bin der Teufel und stehe auf der Teufelsbrücke und warte auf die arme Seele, die mit einem Geiss im Gepäck da auf und unterwegs sind auf einem Tandem. Und das letzte Team, das bei mir ankommt, geht raus. Dann kommt das ein Scheissdreck zu machen. Kräfte einteilen. Ja, das schaffen wir, okay? Kräfte einteilen. Wir können pushen. Wir haben etwa 7 Minuten auf die Triathleten. Die machen nichts anderes jeden Tag als aufs Velo. Komm jetzt! Ist gut. Gut, also. Hallo? Keine Stimme? Die Frage ist halt, ob man auf die Autobahn soll. Nein, hat er gesagt, alles Langstrasse. Machen wir Langstrasse. Wenn wir alles Langstrasse mitkommen. Oh nein, wir wären besser an die Bahn gegangen. Wir haben es dort noch nicht so gecheckt, dass wir so kreuzfalsch sind. Ja, und am Schluss weiß ich nicht, wo die anderen sind, ob sie auch die Uhr an Landstrasse nehmen. Aber ja. Ja, oder vielleicht hat es Stau.
Gotthardpass. Geht nicht mehr lang. Und der Stein ist. Ich glaube, da oben im Kreis ist das Teil. Yes! Komm! Komm! Ja, ich komme! Hey, nein! Komm! Geil! Das ist der Steck. Ja, ist gut. Komm! Nein. Gut! Nein, also, wir müssen zum Ding suchen. Ich habe natürlich gerade ausgeschaut und dann gesehen, ah, dort ist so geissen, also respektive. So spezielle Velo, Velo und das kann und dann ich muss sagen, das ist wirklich, das ist genau das, was eigentlich uns liegen kann. Gut. Also, und los. Los. Jawohl. Redst du mit mir, gell? Hey, der Stein gefunden, ja. Auf der Landstraße. Wir haben das letzte Gouverne genommen. Jetzt, unsere Motivation ist jetzt. Das war klar. Also, es war gleich anstrengend. Ja. Also, ich habe gestaunt, wie steil es war. Und die Kurven noch. Siehst du? Ja. Das Sackmesser. Gib das Sackmesser. Da vorne. Ich hab's nicht daheim. Mega. Danke vielmals. Lika, Bianca. Ich kann nicht mehr. Ihr habt einen perfekten Tag eingefahren. Ja. Euch gehört der Tagessieg. 2000 Franken. Wir haben schon zwei Teams überlebt. Wir haben heute gezeigt, was wir können. Und morgen ist aber alles wieder offen. Und wenn wir so eine Leistung wie heute anbringen, dann sollten wir den Sack zumachen. Hey! Hey! Oh, das war Goldis! Hey! Hey, super! Dito, Monika, ihr habt heute einen außerordentlich herausfordernden Tag gehabt. Und trotzdem, ihr habt es gemerkt, ihr seid als Zweite hier. Und das heisst, ihr seid am Finaltag mit dabei. Ja, wir freuen uns natürlich mega. Also, es ist extrem schön, dass wir morgen dabei sein dürfen. Und für die. Was hinter uns jetzt sind, das tut uns, also auch mir, extrem leid. Sorry fürs lange Warten. Desiree, das Team Blau ist da, das Team Pink ist da. Ihr müsst so knapp vor dem Finaltag das Game of Switzerland verloren. Ja, so ist es viel. Ja, es ist echt cool, dass ihr dabei gewesen seid. Ihr seid eine grosse Bereicherung für das Spiel.
Sie ist da, würde ich sagen, das schon. Ja, ich glaube, ich hätte mir schlimmer vorgestellt. Aber einfach, wir haben gestern gewonnen. Ja. Aus diesem Grund haben wir ein Ziel von uns erreicht. Genau. Wir kennen uns ja noch nicht so lange. Aber wir haben immer super harmoniert und das war mega schön. Mhm. Ja.